Nur und erst sind zwei Worte, die von Deutschlernern häufig verwechselt werden. Der Grund dafür ist, im Englischen kann man sie beide mit only übersetzen, aber im Deutschen gibt es zwei Versionen. Der Unterschied hat damit zu tun, ob etwas wiederholt werden kann oder ob etwas abgeschlossen ist. Nur beschreibt Zustände, die nur ein einziges Mal passieren, die nicht wiederholt werden können. Erst beschreibt einen offenen Zustand. Wenn ich etwas erst einmal gemacht habe, dann kann es sein, dass ich das noch öfter machen kann. Wenn ich es nur einmal gemacht habe, heißt das, dass ich das nie wieder machen kann. Wir haben einige Beispiele für euch gedreht, einige Szenen, und die seht ihr jetzt. Ich bin erst 3 Tage in Berlin. Sie bleibt noch länger hier. Ich bin nur 3 Tage in Berlin. Danach fährt sie wieder nach Hause. Ich bin erst 20 Jahre alt. Sie wird wahrscheinlich noch älter. Ich habe nur ein dünnes Kleid an. Sie hat keine anderen Klamotten dabei. Ich habe erst einen Keks gegessen. Sie möchte noch mehr Kekse essen. Ich habe nur noch einen Keks. Jetzt gibt es keinen mehr. Ich bin erst einmal mit diesem Fahrrad gefahren. Es könnte sein, dass sie noch öfters damit fährt. Ich bin nur einmal mit diesem Fahrrad gefahren. Sie wird nie wieder damit fahren. Es ist viel zu groß. Jetzt könnt ihr das Thema selbst noch weiter üben. In unserer App Seedlang könnt ihr die Szenen nochmal angucken. Ihr könnt dabei auch eure eigene Aussprache trainieren. Und ihr könnt die Untertitel anklicken. Da erhaltet ihr wichtige Grammatikinformationen und Übersetzungen. Schaut es euch mal an. Hier geht es zu Seedlang. Und hier könnt ihr Easy German abonnieren. Und hier kommt gerade ein neues Flugzeug in Berlin an. Tschüss und bis zur nächsten Woche. Okay, ich mach nur so Mampf noch.